da sind wir wieder. Und es regnet oder ist das der Wasserfall? Ich glaube, das ist der Wasserfall. Hier geht's aber jemandem gar nicht so gut. Was ist denn los? Hast du Durst, ja? Scheint mir fast so. So, mit diesen schlürfenden Geräuschen wünsche ich einfach erstmal ein herzliches Willkommen bei Ancestors. Ja, die nächste Runde. Wir sind mit unserem Clan hier eigentlich schon recht weit. Wir haben auch schon, soweit ich das überblicken kann, die maximale Anzahl von Kindern. Wir haben diesmal, glaube ich, sogar 7 Punkte zum Festigen. Was gar nicht mal so übel ist. Also okay, da drüben gibt es nicht mehr so viel. Dann nehmen wir uns hier was von. Yeah, das sieht schon gut aus. Eine kleine Runde würde ich, glaube ich, noch machen. Aber ich möchte vorher mal eben in die Genetik schauen. Komm mal her, iss das mal. Jo, genau. Bieten die euch auch mal an. So, ein Kitty packen wir uns auf jeden Fall. Ich glaube, da muss ich mich kurz hinlegen, ne? So, Evolution. Denn im Endeffekt, also wir könnten mit 7 Festigungen schon ein bisschen was anfangen. Aber im Endeffekt bildet sich im Moment nichts großartig Neues aus. Weswegen ich halt vorschlagen würde, wir machen einen Generationswechsel. Bekommen dadurch dann hier irgendwie diese genetischen Mutationen mit dabei. Es ist schon ziemlich krass, sich besser einer Gefahr stellen können. Ja gut, verschiedenste Nährstoffe verarbeiten. Und hier haben wir noch eine andere Stoffe, eine verbesserte Stoffwechselrate beim Schlafen. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja gar nicht mal übel. Okay. Ah, wie gesagt, nochmal eine kleine Runde, den Tag quasi nutzen. Nutze den Tag. Ich meine, wir sind recht weit gekommen im Gebiet aufdecken und so weiter. Es wird Zeit für neue Dinge. Also, denke ich mir mal so. Und wie gesagt, also neuronal tut sich im Moment auch nicht mehr viel gut. Ich mache ja jetzt gerade auch nichts. Aber trotzdem, da hat sich jetzt wirklich nicht mehr so viel getan. Ich meine, wir könnten nochmal ausprobieren, Kokosnuss schnappen und die anderen. Ja, aber gut, dann müsste ich die ja direkt zum Nachmachen auffordern. Müssen wir gleich mal schauen, dass ich da noch so ein bisschen rumexperimentiere. Ich finde es auch schade, dass man irgendwie nicht so genau sieht, inwieweit das Auswirkungen auf unseren Clan hat. Wenn die lernen und ob die lernen. Also ich meine, dass sie lernen anscheinend, ne? Aber so richtig? Hm. Gut, jetzt sind wir wirklich noch wieder am Anfang, aber. Warte mal, also wir haben auch Angelstellen noch gar nicht entdeckt, ne? Sollten wir vielleicht mal tun. Die will er gar nicht mehr identifizieren. Oder sind die zu nah? Ja, aber wer weiß. Wer weiß. Oh, nein! Oh, da haben wir aber Glück gehabt. Da haben wir mal ein Schweineglück gehabt, Freunde. Eieieiei. Das hat wehgetan, Danu, ja. Grüße an die alte Effin. Huhu. Alter Falter. Oh, wir werden irgendwie von irgendwas beliebäugelt. Na
weil du wirst es nicht sein, oder? Aha. Aha. The Green Mamba. Na, bringt das alleine was? Ja, geht. Ich meine, haben wir ja schon häufiger gemacht. Von daher vertrauen wir uns einfach mal so ein bisschen. Räubern wir mal zum Wildschwein und gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie ein interessantes Paar hinbekommen. Und wir vielleicht ein bisschen Fleisch, wer weiß. Na, wohl eher weniger. So, jetzt hat mich die grüne Mamba ein bisschen abgebracht vom Stöckchen holen und Angelplatz checken. Aber ich sag mal, so ist das. Die müssen aber auch krasse Fingernägel haben, ne? Also, die Maniküre hat bestimmt immer eine Menge zu tun. Aber hier oben einen trockenen Busch. Wohl er nicht, ne? Ja, aber hier muss es irgendwo eingeben. Da drüben ist er. Unser trockener Busch. Steine liegen hier auch rum, von daher. Hat aber jetzt lang genug gedauert. 16 Hiebe. Mensch. Was? Nee. Pass mal auf. Hand wechseln und dann. Ah ja, Pilze. Gar nicht mal so übel. Gut, ich will zum Wasser. Da unten muss irgendwie so eine grüne Mamba und natürlich auch ein Angelplatz sein irgendwie. Eieiei. Ja, gut inspiziert ist halb gewonnen, ne? Yeah! Angelplatz! Sperrfischen! Wir haben eine neue Art herauskristallisiert, wie wir mit unserer Umwelt interagieren können. Töte den Fisch! Töte ihn! Der ist doch schon aber inspiziert. Was soll das jetzt? Ich wähle ihn nochmal. Ah, lass nochmal gucken. Ja, okay, cool. Ach nee, warte mal. Doch. So, und dann. Cool. Bringen wir dir mal unsere Affenbande. Und gucken, was die dazu sagen. Was mich gerade so ein bisschen in die Überlegung bringt, ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass wir Intelligenz-Mutation hatten. Ich glaube, das war im alten Game, oder? Ja, ich kann gut hier rein. Ah, jo.
Da wird aber schon jemand müde, hm? Ja gut, dann nehmen wir die Liane. Geht auch. So, ein paar Pilze haben wir ja auch aufgedeckt da hinten. Na gut, wir haben hier um die Ecke auch nochmal ein paar Pilze. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe hier sogar noch Medikamente hergestellt. Die müssten hier noch irgendwo rumliegen. Also jetzt nur mal so in Anbetracht unserer Situation mit diesem rohen Fisch in der Hand. So. Guten Tag, Freunde. Passt mal auf hier. Guckt mal. Oh, lecker Magen verdorben. Das ist gut. Aber das können wir einfach wegspülen. Pass auf, geben wir mal. So, verdirbt er sich jetzt auch schön den Magen, weil wir müssen leider den Stock ablegen. Und dann trinken wir ein bisschen. So, der Greis hat einen ziemlich robusten Magen, wie man sieht. Aber jetzt hat auch er die Scheißerei. So, haben wir. Gut, Freunde. Können wir hier noch was aufheben oder ist das einfach nur so? Ne, alles klar. Das sind nur noch die Überreste. Dann würde ich behaupten. Ja, das sind die Medikamente. Ah, das ist aber nur ein Häufchen, ne? Hm. Würde ich behaupten, ach, wir machen einfach mal einen Generationswechsel. Warum nicht? Zwingt es natürlich wieder an hier. Obwohl, wir können mal eine Runde pennen und so. Aber hat ja alles keinen Sinn. Ich meine, Evolution. Warte mal. Evolution. Hm, wir haben ja nichts, ne? Bum, 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 bum. Nö. Wir haben nichts mehr. Wir können direkt in die nächste Generation übergehen. Oh, dann fängt er jetzt gleich mit dem Überlegen an. Oh Mann, ich und Überlegen. Ist nicht gut. Moment. Ach so, hätten wir eigentlich direkt machen können, ne? Da brauchen wir jetzt nicht pennen. Das ist ja Blödsinn. Also, ich würde gerne auf jeden Fall hier wieder unseren... So, warte mal. Zu dem Kind verfügbar. Festigung müssen wir... Hä? So. Aha, okay. Selbstbestimmung, jetzt geht's. Warum auch... Ah, der ist noch gar nicht... Ist der nicht fertig? Warte mal, das kann doch nicht... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was habe ich denn hier getrieben? Habe ich geschlafen? Doch, die sind alle fertig. Ich kann die nur nicht festigen. Das ist ja interessant. Ich darf also nur den hier festigen. Eventuell haben wir ja dann dadurch hier... Aber das finde ich jetzt aber wirklich doof. Das ist sehr interessant und ziemlich wichtig. Der Gruppenzusammenhalt fürs Überleben definitiv. Ach so, das sind... okay. Fehlerspielraum zwischen den Attacken, Auffassungsgabe. Handhabung. Ja, ich hätte gehofft, dass wir hier irgendwie fixieren können. Aber ich glaube, der ist fixiert. Der ist schon lange fertig. Und hier hatte ich auch fixiert. Da ist leider nichts mehr nachgekommen. Ich glaube, ich hätte noch viel mehr bauen müssen und craften. Ja gut, also... Aha. Warum hat er jetzt so weit? Der bedingt also den hier. Okay, kein Ding. Dann geht er nämlich hier weiter und nimmt hier einen Abzweig.
Jetzt hat man hier aber natürlich auch noch Mutationen, ne? Naja, ich hoffe einfach mal, dass es neue Stämme gibt. Formenerkennung, Auswertungsgeschwindigkeit. Das war die räumliche Wahrnehmung und Orientierung, denke ich mal. Das sensorische Gedächtnis würde ich eigentlich auch gerne behalten. Warte mal. Das kostet 2, weil es hier drüber geht. Alter, das ist aber sehr unfair. Aber okay. Also ich baue so ein bisschen auf die Gruppendynamik und eigentlich in weitere Intelligenz. Aber naja, handwerkliche Fähigkeiten waren hier eigentlich irgendwo versteckt, aber die sind gefestigt, wie gesagt. Da muss es dann in der nächsten Generation weitergehen. Ja, dann haben wir jetzt nur noch sensorischen Kram. Ne? Also, was würde das kosten? 2, klar, wegen dem Knotenpunkt hier. Logisch. Das würde auch 2 kosten. Weg damit. Ba-ba-ba-ba-ba. So, meine Entscheidungsgefallen. Grundstock der Sensorik, den habe ich das letzte Mal ein bisschen außer Acht gelassen. Dafür habe ich auf Kommunikation, Intelligenz und Fingerfertigkeit gepimpt. Diesmal lasse ich hier den Stamm weg, weil da geht es um Bedrohungsszenarien und unsere Effektivität beim Ausweichen. Das dürfte ein gefestigter Baum sein, genauso wie hier. Das dürften die handwerklichen Fähigkeiten sein. Somit haben wir jetzt einen guten Grundstock der Sensorik und des räumlichen Vorstellungsvermögens. Also, ich hab Bock auf die Generation. Das ist jetzt Generation Next. Beim Generationswechsel verlierst du alle Neuronen, die noch nicht gefestigt wurden. Ihre Energien müssen wieder aufgefüllt werden. Außerdem gehen alle ungeborenen Babys von euch auf. Wir haben keine. Ja, mach. Ah ja, die neuronale Entwicklung deines Stammes. Aha, die genetische Mutation ist jetzt wirksam. Ansiedelung. Stimmt, die hatten wir hier in dem Ding. Und das mit der... Ja, Kommunikation, geil. Und das mit der Intelligenz hatten wir im letzten Safe Game. So, jetzt sind wir ein alter Affe. Eine alte Äffin. Alles klar, ja, dann möchte ich erstmal ein bisschen schauen hier. Okay. Oh, männlich. Männlich. Beide keine Mutation, okay. Ja, das Warten fällt auch schon ganz, ja. Rentner. Aha. Ah, von hier kommt die Stoffwechselmutation. Ja, DEG, DEG, DEG. Keine Ahnung. Goof. Erwachsen weiblich. Aber die hat doch einen Kranz drum. Steht aber nichts von irgendeiner Mutation. Müssten aber eigentlich 2 bis 3 Affen hier eine Mutation haben. Da haben wir es. Kommunikation, okay. Weiblich.
aktive Mutation. Kann ja nicht sein. Siedeln war aktiv und, und Kommunikation. Noch ein Rentner. Meine Güte. Das waren die beiden Männer. Aha. Ansiedlung männlich. Perfekt. Perfekt. Komm, wir machen Mutantenkinder. Kinder, komm, wir machen Mutantenkinder. Kinder. Ich hoffe mal nicht, dass die verwandt sind. Naja, ansonsten müssen wir das halt irgendwie so. Oder halt anders, ne? Also, so halt irgendwie. Was ist das jetzt? Nö. So, erwachsen weiblich. Nö, hier steht nichts von verwandt irgendwie. Cool. Sieht das so affig aus. Die Sachen, die ich gesammelt hatte und hergestellt habe, die sind noch da. Das ist echt cool. So, wir drücken die Daumen. Wir drücken dem jungen Paar die Daumen. Aber es ist zu kalt. Das ist ganz... Wow, cool. Hätte kontraproduktiv sein können, oder? Ich lasse das diesmal auch durchlaufen. Länger nicht gesehen. Ja, cool. Ich überlege gerade, probieren wir es direkt nochmal. Ja, weil es so schön war. Ich meine, jetzt sind ja auch einige Monate vergangen, ne? Ja! Ich sollte den unbedingt mal beibringen hier mit dieser wärmenden Pflanze und so. So, das haben wir jetzt einfach mal übersprungen. Haha, wir haben da eine... Sinne. Eine Sinnesmutation. Da bin ich aber happy. Zap. So. Ja gut, hier haben wir keine von diesen wärmenden Pflanzen. Mal schauen, ob der Radius reicht. Oder ob die überhaupt was nachmachen können. Ich habe jetzt noch gar nicht in unsere Mutation geguckt. In unsere Genetik. So, zwei Babys, zwei Mutationen, ein Baby mit Mutationen. Wir sind richtig gut. Okay. Das ist dann. Aha. Durch die bessere Verwertung haben wir anscheinend jetzt sofort noch den anderen Buff mit dabei. Das ist ja schon mal ziemlich geil.
Gegenstände tauschen habe ich gemacht, ich Döfchen. So. Ja. Na wunderbar. Zumindest einer, dem es jetzt nicht mehr so kalt ist. Ich habe beide Babys bei. Wir haben relativ früh am Tag. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Die holen sich das dann aus einem imaginären Busch. Der Imaginärbusch. Ich überlege, ob ich mal kurz auf Reisen gehe, um das Gebiet abzuchecken. Ist irgendwie blöd mit beiden Babys auf einmal. Beiden genetischen Mutationen. Und einem der Mutierten loszuziehen. Ich glaube, das ist unklug. Wer bist du denn? Dir geht's eigentlich soweit gut. Du bist richtig gepusht, Nu. Du hast die Stoffwechselmutation. Geil. Nun, dann würde ich sagen, push. Ah, ich bräuchte aber noch ein Baby, ne? Für die neuronale Energie. So, ich hätte zwar jetzt auch schon direkt wieder paaren können, aber ganz ehrlich, ach, wir gucken ja nur mal eben. Wir schauen ja nur mal eben. Da war es gerade. Huckepack. Gut, so ein alter Affe hat nicht mehr so viel Power wie die jungen Kröten, ne? Aber mit einem alten kommen wir auch weiter, also auch in unentdeckte Gebiete im Endeffekt. Was vielleicht auch nicht so schlau war. Aber egal. Quer durch den Wald? Weiß ich nicht. Apropos, wir könnten eigentlich auch, wenn sie hier rumliegen, unsere Ahnen erahnen, nicht wahr? Nicht wahr? Schon mal ganz gut. Wir haben einiges an Nahrung gespeichert. Anscheinend überwiegend Kokosnüsse und so. Die Erkennung funktioniert recht gut. Wir müssen ja wieder was für unsere Sinne tun, ne? Ah, jo. Merken wir uns mal. Das war der Trauerruf. So. Holla, die Waldfee. Es scheinen hier keine Fremdaffen irgendwie am Werk zu sein. Und auch ansonsten scheint es recht ruhig auf dem Boden abzugehen. Dann können wir doch mal hier unten mal so ein bisschen Fuß fassen quasi. Haben wir hier Äste? Nicht, dass ich wüsste. Dann könnte man denn direkt mal schauen, ob wir noch fischen können. Ob wir das noch drauf haben. Hier plätscht was, das ist nicht gut. Also, ob es hier bei den Fledermäusen was Interessantes gibt, habe ich leider noch nicht entdeckt. Aber ich finde das ziemlich spannend, dass es hier Fledermäuse gibt, das ist cool. So, meine Frage nach dem Stock hat sich erübrigt. Boah, war das leise. Boah.
Nahrung en masse. Eingeprägter ist vergessen worden. Ja, super. Müssen wir gleich nochmal nach unserem Toten schauen. Ja. Okay, Pilz. Ich traue dem Frieden überhaupt nicht, ehrlich. Ne? Das ist eigentlich eine Kackgegend hier. Auch Pilz, gut. Nämlich kurz das Auge aufgeblinkt. Habt ihr gesehen? Ah, Schneckchen und Frosch. Ich traue dem Frieden hier keinen Millimeter, ne? Da wäre eine Angelstelle. Nee, Frischwasser. Neue Nahrung entdeckt. Krebs. Ah, geil. Okay. Ja, aber den werden wir jetzt nicht verspeisen. Noch nicht. Okay. So, vorgedrungen waren wir bis ganz da hinten. Bis da hinten. Ich würde sagen, ich gehe mal da links rüber. Da ist zwar ziemlich miezi-miezi, aber naja, ich meine, so ist das. Wir wollen ja auch leben. Oh, Schnecken gibt es hier genug, okay. Und ansonsten kann ich hier auch noch mit dem Krebs totschmeißen. Jetzt habe ich gerade mal so einen Krebs in der Hand hier. Aha. Da werden die sich bestimmt erschrecken. Was haben wir denn eigentlich hier? Ah, den kennen wir schon, okay. Dann lassen wir die beiden mal hier. Mhm. Hey. Wie? Ja, ja, hat sich versteckt vor unseren schlauen Ohren. Mensch. Trink
Wasserstelle. Okay, cool. Ja, ich hoffe auch, Danu, danke dir. Aber du siehst ja schon, ich bin heute sehr gemütlich drauf. Also ich guck mir das alles in Ruhe an. Renn vor ein paar Pumas weg, denke ich mal. Dann wollen wir mal schauen. Hey Wildschwein, komm mal rüber. Ich glaube, ich habe eine Katze gehört. Die hat Hunger. Die hat sich sehr hungrig angehört. Ja, ich lasse mich halt auch von einigen Sachen immer ziemlich annerven bei dem Game. Deswegen ist es ganz gut, dass ich im Moment einfach nur komplett gechillt hier sitze. Und, lass mal gucken. Wie gesagt, also angepeilt ist auf jeden Fall so ein Evolutionssprung, aber ich möchte jetzt halt auch ein bisschen was entdecken und lernen und so, damit wir ein bisschen was an neuronaler Energie bekommen. Auf dem Rückweg gucken wir dann nochmal nach unseren Ahnen. Und dann halt mal schauen, ne? Weil das so gibt an Energie, was neue Knotenpunkte. Und wenn es das nicht mehr bringt, dann muss die Evolution erhalten. Loch zum Stochern. Ich wollte jung. Oh ja, geht doch. So, beim Loch mit Stochern konnte man mit dem Ding normalerweise arbeiten. Ah, ich habe hier schon dieses weiter erweiterte Ausweichen. Ah, hallo, weiser Kadaver. Grüß dich. So, das war jetzt aber, war in Ordnung so. Ach, wir haben akut Aua, okay. Da ist ein Versteck. Wo haben wir hier einfach nur durch den Stoffwechsel? Können wir jetzt eigentlich andere Sachen essen, ne? Was haben wir eigentlich für ein Nest? Hahaha. Neue Nahrung entdeckt. Krokodilei. Oh, das ist cool, weil, wir hauen mal eben ab. Also mal eben ist gut. Shit, wir brauchen was anderes zu essen. Ich habe meinen Stock verloren. Na, das ist auch nicht so schlimm. Das hört sich nicht gut an. Kann ich dem Tiger das Ei auf den Kopf werfen? Ja. Dazu veranlasst. Ja, ja. Natürlich. Ich bin schuld. Hat das Spiegel halt Scheibenkleister. Das ist schlecht. Obwohl, naja, so ein Tigerchen bleibt auch schon mal in den Mangroven hängen, ne? Gilt denn das Ausweichen auf dem Baum nicht, weißt du? Das finde ich schade. Ich würde so als Affe halt nicht mich zur Seite rollen. Ich würde halt an den Baumstamm springen. Aber das geht ja hier nicht, ne?
Das sind so Kleinigkeiten, die ich nicht mag. Wie geil. Das Gesicht. Das hat mir jetzt gefallen. Im Spiel sei verziehen. Das Gesicht von diesem blöden Kätzchen. Oh, wer beißt mich da? So, aber ich muss mal eben